Hallo, mein Lieben, habt ihr sich schon erwähnt? Willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Heute mal wieder nach einem Video, was anderem, eine Preview. Und wir sind alle begeistert, denn es ist ein neues Set vorgestellt worden: Lego 71374, Nintendo Entertainment System oder kurz NES. Kurz bevor wir deep in die Materie reingehen, befinde mich hier wie immer auf der Seite stonewars.de. Der Link zum Artikel ist in der Infobox, damit ihr euch auch hier selber durchklicken könnt. Für den Fall, dass ich jetzt so schnell durchgehe oder irgendeinen Quatsch labere und ihr selber nachlesen wollt, seid ihr herzlichst eingeladen, das zu tun. Wir gehen wie immer direkt in die Materie rein, analysieren das jetzt zutiefst und gucken, was sind die Stärken und die Schwächen dieses Sets. Ihr seht hier, was es ist. Es ist das drin, was draufsteht, und zwar Nintendo Entertainment System mit einem Fernseher dazu. Es ist eine alte Konsole. Ich habe jetzt mal nicht gegoogelt, von wann die ist, aber sie ist alt. Ich glaube, ja, keine Ahnung, 90er Jahre, irgendwas ist da rausgekommen. Und das Ganze kommt jetzt, wie gesagt, aus Lego raus. Und ich bin sehr, sehr, sehr im Zwiespalt. Dazu aber gleich noch mehr. Ich gehe jetzt erstmal auf die Rahmendaten ein. Set Nummer 71374, habe ich ja schon gerade gesagt. Hat das Ganze hat 2646 Teile. Kostet 229 Euro, das entspricht einem Teilpreis von 8 Cent, 8,5 Cent. Das ist gut für eine Nintendo-Lizenz, würde ich sagen, ist es billig. 230 Euro für ein so großes Nintendo-Produkt ist schon in Ordnung, aber an sich für Lego-Verhältnisse ist das, ja, gut, nicht wirklich geil. Ich sag's mal so. Was haben wir noch? Abmaße der verschiedensten kleinen Bauten. Das Ganze kommt raus am 1. August, ist ein Erwachsenenset. Und ja, das ist der Karton. Hier sehen wir auch, ist ein Erwachsenenset. Er freut sich an diesem schönen, tristen Artwork. Das finde ich tatsächlich so ein bisschen. Ja, das wäre halt das keine Ahnung, finde ich nicht so schön. Ich fände die bunteren Artworks schöner. Hätte ich auch hier besser gefunden. Das ganze Schwarz macht es vielleicht ein bisschen hochwertiger. Aber der Boxaufbau ist halt immer noch gleich. Ich meine, wenn sie es hochwertiger machen wollten, könnten sie die Architecture-Kartons nehmen, die man so aufklappen kann wie so wie so einen richtigen Koffer. Das finde ich halt schöner und das ist hochwertiger, aber sowas ist halt in meinen Augen so nichts Halbes, nichts Ganzes. Wie gesagt, das ist der Karton. Mit dem Set drauf, was haben wir hier? Die NES, eine Playcard oder Gamecard, ein Controller und einen Fernseher. Der Fernseher ist klasse, das vorab, der Rest bin ich persönlich sehr zwiegespalten. Hier sehen wir nochmal das Ganze in groß und abzüglich von der Konsole, die tatsächlich viele Prints hat, beziehungsweise eigentlich nur Prints, ist glaube ich nur ein Sticker in dem Set drin oder zwei, und zwar einmal hier auf dieser Gamecard, das soll ein Sticker sein, ist das Set komplett geprintet, auch hier diese ganzen ja, kleinen 1x1-Teile, und das ist auch in meinen Augen das Highlight des ganzen Sets. Das ist nämlich ein altertümlicher Fernseher und auf dem läuft in 8-Bit-Grafik Super Mario, was weiß ich, ich kenne den Titel nicht absolut auswendig. Aber das ist ein Fernseher und der hat nicht nur einen schönen Hintergrund, sondern das ist eine Funktion. Und zwar deutet es sich hier an der Seite an. Der hat eine Kurbel. Das sieht man auch hier auf dem Hintergrund der Box ganz gut. Hier ist diese Kurbel versteckt. Und damit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wer das früher hatte, als Kleinkind gab es immer so Spieluhren, da hat man gedreht und dann ist da so ein Band von einem Bildschirm abgelaufen und das ist genau das gleiche, das sehen wir auch nochmal hier, hier wird das angedeutet und die Funktion ist es also, dass diese ja, Welt vorbeifließt und Mario dann an diesem durchsichtigen Transclear, an diesem Achsenteil hoch und runter springt, auf die verschiedenen Goombas, Pilze und sowas drauf. Eine sehr, sehr coole Idee, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das bautechnisch umgesetzt wird. Ein bisschen hat man schon im Designer-Video gesehen, aber das finde ich wirklich interessant. Das andere, was hier dabei ist, was ich gerade schon angesprochen habe, ist eine Gamecard, die Konsole selber und ein Controller. Und ich muss sagen, ich finde es unnötig. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe ein bisschen in den Foren rumgeschaut. Viele Leute erfreut das Set, viele sehen das genauso wie ich. Ich will jetzt auch nichts schlecht reden, das ist jetzt lediglich meine Meinung. Ich finde, der Fernseher ist halt wirklich eine lustige, coole Idee. Das hat auch seine Daseinsberechtigung. Auch von hinten, der ist einfach wirklich detailliert und diese ganzen Rillen sind ja auch diese ganzen Lüftungsschlitze und was weiß ich, was weiß nicht, was alles im Fernseher Bauteile drin sind. Aber ihr wisst, was ich meine, auch die ganzen Kabelanstecker, das ist halt wirklich so schön detailgetreu gemacht im Vergleich zum Original. Vorne die ganzen Knöpfe und so, ich finde das wirklich schön. Vor allem auch die ganzen Prints, das ist wirklich hochwertig, das finde ich klasse, das würde ich mit einer 1 bewerten.
Und auch die Funktion mit dem Spiel. Ich stelle es mir auch cool vor, wenn man dann so andere Spiele entlanglaufen lässt, irgendwie vielleicht auch Sonic oder irgendein Autorennspiel, was man da nicht alles machen kann. Wahrscheinlich eher so 2D-Jump'n'Run-Sachen und nicht andere Spiele. Wisst, was ich meine? Aber wäre vielleicht auch so eine Art, vielleicht hätte man das so umrüsten können wie beim Buch, beim Ideas-Buch, wo man auch verschiedene Märchen reinsetzt, dass man hier verschiedene Spiele reinsetzt. Das wäre vielleicht eine interessantere Idee gewesen, weil wir gucken uns jetzt mal im Detail an. Die ganze Konsole an sich, ich muss jetzt hier erstmal auf ein Foto kommen von der Konsole, viel zu weit rausgesucht. Die Konsole an sich ist halt einfach nur, leider Gottes, ein grauer Klotz. Auch detailliert, ich habe mir Bilder von der Original-NES angeguckt. Man sieht da von der Entfernung keinen Unterschied her, ist wirklich gut gemacht und schön ist auch, dass es überall Prints hat. Da meckere ich gar nicht, aber ganz ehrlich, ihr gebt 230 Euro für ein Set aus und habt da 50% der Teile in einem Klotz, den ihr irgendwo hinstellt. Und davon habt ihr am Ende nichts. Den Fernseher könnt ihr noch vorführen, der hat einen interessanten Bildschirm, der hat eine Funktion, das hat nichts. Und ich weiß nicht, wie teuer die Original-NES ist. Aber ich denke, wenn man sich vielleicht eine gebrauchte kauft, die vielleicht nicht mal mehr funktioniert, hat man eigentlich den gleichen Effekt, nur dass es nicht 230 kostet, sondern 50. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir schon gut vorstellen. Ich denke mal, da werden viele Leute ja gespaltener Meinung sein. Leute, die damit aufgewachsen sind, deren erste Konsole das war, kann ich nachvollziehen, dass sie sagen, ich kaufe mir das sofort. Habe ich absolut Verständnis für. Aber ich denke halt, dieser allgemeine Wert für dieses Set, für die ganze Lego-Community ist recht gering. Einfach weil es, ja, langweilig ist. Es hat für mich den gleichen Charakter wie die Schreibmaschine, die jetzt von Ideas gewählt wurde. Wer das Video von mir gesehen hat, weiß, was ich meine. Ist bei mir bei diesem Nintendo-Ding absolut das Gleiche. Es ist halt etwas, was rumsteht. Davon hat man nichts. Und es sieht auch nicht wirklich ansehnlich aus. Also, und Leute, die eine Original-NES haben, werden sich keine aus Lego bauen. Also, das ist halt wirklich nur dieser Fernseher der Verkaufsgrund. Und da frage ich mich halt echt, inwiefern ist das Set für die breite A-Vollmasse gemacht? Natürlich, die ganzen Nintendo-Fan-Menschen, die werden da natürlich blind zuschlagen. Und das freut mich auch für die, dass die ein schönes Set bekommen haben. Ich meine, die Mario-Lizenzreihe war ja bis jetzt eher dürftig. Also, insofern ist es halt ein schönes Set für wirklich eingefleischte Fans. Aber für die breite Masse und die breite Masse ist bei Lego generell nicht groß, aber ja, für die ist es halt nichts, würde ich behaupten. Lediglich der Fernseher. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine. Wenn nicht, schade. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich finde, das hätte man anders machen können. Der Fernseher hat gereicht, dann verschiedene so, ja, Games reinzusetzen, da wäre cooler gewesen. Und dann vielleicht so einen Controller in den Fernseher rein. Zu führen lassen, ein Controller-Kabel, das wäre vielleicht noch gut gewesen, aber 50% des Sets auf einem, ich sag's jetzt mal einfach, auch wenn es sich hart anhört, nichtsnützigen Klotz zu setzen, das finde ich so ein bisschen, ja, unnötig, wenn ihr versteht, was ich meine. Hier haben wir jetzt auch noch das, ja, dieses Band, was abläuft, was wir auch gerade gesehen haben, das erkläre ich noch, damit ich das Band erklären kann. Wir können hier oben Mario draufsetzen, der ist nicht dabei, dafür müsst ihr euch das Starter-Kit aus der Mario-Serie holen. Und der kann dann hier oben bei diesem Band diese Farbcodes lesen. Und je nachdem, bei welchem Code der ist, macht er auch passende Geräusche. Zum Beispiel wird jetzt dann Stern eingesammelt oder dieser, ich weiß nicht, wie die Blöcke heißt, Mystery Block, Item Block, keine Ahnung. Oder hier wird auf Goombas getreten und dann kommen da die entsprechenden Sounds aus dem Mario raus. Das finde ich cool, das ist eine lustige Idee. Sie hätten meiner Meinung nach auch für den Preis einen Mario reinpacken können, vor allem weil bis jetzt auch nur das Starter-Kit das einzige Set ist, wo es diesen elektronischen Mario gibt. Gut, haben sie jetzt nicht getan, ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Nochmal betonen will ich die ganzen Prints, die sind nämlich wirklich cool. Hier die Röhre, die ganzen Bosse, was sind Bosse? Die kleinen Mini-Gegner. Da haben wir auch Panzer, Pilze, Mystery-Blöcke, Münzen. Das sieht wirklich schön aus, das ist cool gemacht. Da meckere ich eigentlich gar nicht. Das ist klasse, geht ein Lob raus. Ja, und die Idee einfach finde ich cool. Hier sehen wir nochmal die Gamecard mit dem Aufkleber drauf. Hier nochmal die NES. Der Mario ist auch ein Print, ist auch ein neues Teil, logischerweise. Dann hier nochmal so ein paar Lifestyle-Fotos, da gehe ich jetzt ganz schnell durch. Da seht ihr halt, wie könnte es aussehen, wenn ihr es irgendwo hinstellt. Ich finde, da ist sogar das Setting, die Atmosphäre, in der das Foto gemacht wurde, nicht so passend. Ich finde, da hätte man so ein dunkleres
Kinder-Gaming-Zimmer nehmen können von aus den 90er Jahren. Und nicht so was komplett Helles, aber gut, das ist jetzt, liegt im Auge des Betrachters. Hier sehen wir das Ganze mal auseinandergebaut. Und hier in diesen Fernseher wird dann diese Kette reingesetzt. Ja, wir haben hier so ein Gerüst, auf der das fährt. Also ich glaube, das ist kein komplizierter Mechanismus, aber ich bin trotzdem gespannt zu sehen, wie es geht. Wird man dann in Speedbuilds und Reviews und sowas sehen können. An sich, ja, nee. Also, ich finde das Set unnötig. Beziehungsweise ich finde es nicht unnötig, ich finde es zur Hälfte unnötig. Wie gesagt, die NLS ist absolut, finde ich, ja, nichts nützlich für mich, für andere natürlich nicht. Einen Vorteil sehe ich aber noch in dem Set. Und zwar, zweierlei Vorteil, den einen habe ich ja schon halb angesprochen. Man kann da bestimmt viel mocken, was wir auch hier gerade sehen. Dieses Band ist ja absolut frei rausnehmbar. Das lässt sich bestimmt gut individualisieren. Da kann man dann jedes 2D-Action-Adventure drauf machen. Ich denke, da sind absolut keine Grenzen gesetzt. Oder nicht Action-Adventure, Jump'n'Run. Aber ihr wisst, was ich meine. Also da kann man wirklich viel mocken, denke ich mal. Generell was Retro-Spiele betrifft. Das finde ich super. Natürlich gibt es dann da halt keine exklusiven Prints, aber ich denke mal, da sind genug von euch kreativ genug. Ich meine, man kann, jetzt hat man den Mechanismus, man kann das auch doppelt, viermal und zehnmal so groß bauen und da kann man richtig dicke Bänder abspielen lassen. Also ich glaube, da ist man schon relativ frei, was das betrifft. Und andere Sache ist, man könnte ja auch dieses Display, sage ich jetzt mal, entfernen, dann LCD oder generell normales Display reinsetzen. Dann irgendwie vielleicht eine alte Konsole da reinstecken, wenn es passt, oder nur die Elektronik einer Konsole und dann wirklich auf diesem Fernseher dann die alten Spiele spielen. Das wäre vielleicht auch lustig. Vor allem, weil halt der Fernseher wirklich gut aussieht, also den kann man sich wirklich hinstellen als Dekostück. Deswegen zweierlei Vorteile hat das, was das Mocken und Modden betrifft. Da bin ich auch gespannt, was da die zahlreichen Fans unter euch machen werden. Ich persönlich werde mir aber das Set trotzdem nicht kaufen. Es freut mich für die Leute, die das freut. Es wird jetzt auch demnächst die Sesamstraße vorgestellt werden und da habe ich auch schon die allgemeine Meinung gehört, dass es vielen Leuten am Arsch vorbeigeht, weil es doof ist und sie die Sesamstraße nicht kennen und deswegen, also ich denke, jeder wird irgendwann Sets haben, die er absolut scheiße findet und umgekehrt, dass er sie wieder gut findet und da wird niemand, niemals werden da alle einer Meinung, alle die gleiche Meinung haben. Deswegen will ich es jetzt auch nicht schlecht reden, ich finde es halt ein bisschen unnötig. Aber an sich, denke ich mal, hat das eine Daseinsberechtigung und wird auch bestimmt die Fans, für die es gemacht ist, glücklich machen. Insofern war es das mit dem Video. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Set haltet. Werdet ihr es euch kaufen, werdet ihr es euch nicht kaufen? Wieso, weshalb, warum? Habe ich irgendeinen Quatsch gelabert bezüglich der Konsole, irgendwelcher Hintergrundinformationen, dann könnt ihr mir gerne in den Kommentaren berichtigen. Dazu seid ihr dann herzlichst eingeladen. Für den Fall, dass euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch über ein Abonnement des Kanals freuen, sowie auch über ein Like. Schaut auch gerne bei uns im Brickvengeance Discord vorbei. Der ist in der zweite, dritte oder vierte Link in der Infobox. Einfach draufklicken, könnt ihr mit uns abends in Kontakt treten, über den Text- und Sprachchat. Und dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Anschauen und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!